Florida, was geht ab, Leute? Hunger. Onyx Raid, einer der neuen Dreier. Direkt am Start. Endlich einen gefunden. Oh, Moment, mach mal privat. Unwahrscheinlich, dass hier einer kommt, aber nur für alle Fälle. Endlich einen gefunden, weil die Auswahl ist relativ groß. Moment. So, ich komme mal ein bisschen näher, weil der Schall war ein bisschen zu hart. So, ausgewählt wird mir. So, Kyogre 100, Haragados. Statt dem benutze ich mal einen meiner neuen Bisaflor. Moment, Number. 96% mit der neuen Attacke vom C-Day, Shiny. Statt dem hier. Denke ich auch ein Garados noch verwenden. So. Dann müsste das schon passen. So, ich check mal lebertechnisch 144. Okay, deswegen Moment. Kann man den wieder beleben, den 3144. Den ins Team anstatt den 3113. So. Okay, wo ist das Team? Und es soll relativ leicht sein, aber ihr wisst, ich will trotzdem jeden 3 einmal selber machen. Solo. Soll eine Menge einstecken und wenig austeilen. Mein 100er Kyogre ist nicht vollgeheilt. Das geht aber nicht so. So. Jetzt kann es losgehen. Alle auf Max. Alle geheilt. Okay. So, zwei neue Dreier sind gekommen. Kabutops und der. Beide schwach gegen Pflanze. Dafür sind noch weitere Dreier und die anderen davor sind geblieben. Deswegen ist die Auswahl so groß. Also schon relativ unwahrscheinlich, dass man einen trifft. Vor allem ohne Map kann man die nicht speziell jagen. Und keiner interessiert sich für die, also in die Gruppen wird das auch nicht reingeschrieben. Deswegen kann ich echt nur auf Glück hoffen, dass ich die irgendwo sehe. Der kann Heavy Slam. Weil eine Steinattacke ist übrigens effektiv gegen die Garados, die mir ausgewählt wurden. Aber wahrscheinlich wurden die ausgewählt, weil er keine Steinattacke kann. Sieht extrem einfach aus bisher. So. Okay, 110, Breaking Point erreicht, 90 ist die Hälfte, das sind 20 Sekunden im Plus. So. Kyogre wird leider sterben, aber er hat gute Arbeit geleistet. Einmal kriegt das noch durch. So. Nicht schlecht. Garados, 100% Max. Ihr wisst, was war das? Level 27, 28 Kyogre. Stärker als ein 100er Level 40 Garados. Deswegen will ich mir noch ein zweites Kyogre auf Max hochziehen. Aber trotzdem, Garados immer noch top. Klasse ist, also es ist nicht, dass Garados schlecht ist. So. Und geschafft. Onyx, kein Problem. Shoutout an Rocco. Das war echt eine geile Folge. Ash gegen Rocco. Pikachu gegen Onyx. Pikachu eigentlich keine Chance, aber Pikachu macht so Donner
auf die Sprenkleranlage und dann trifft Wasser auf ihn drauf. Voll aus Schmarrn eigentlich. So. Sonderbaum ist keiner, oder wie? Oh, das ist traurig. Das ist traurig. So. Keine Ahnung, wie viel 100% ist, aber ich habe schon einen guten. Den werde ich demnächst eh entwickeln noch. Danke ich. Na, der macht gar keine mehr. Schmeiß mal einfach mal. Okay, endschlecht geworfen. Okay, verdient, ausgebrochen. So. Oh Gott. Okay, wieder schlecht geworfen. Jetzt sind aber Konzentration. Okay, und drinnen. Schauen wir mal, was wir sonst noch so machen mit dem Video. Vielleicht reicht das auch nur Onyx. So, Heavy Check. Kaffee. Oh. Und ciao, Doppelbombe. So, schauen wir mal, was sonst noch so geht hier in dem Video. Und das war es erstmal von mir und vom Onyx. 3er Solo Raid. Über 30 Sekunden Restzeit noch gehabt. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr Onyx schon gemacht habt. Alleine. Ja, und ich boxe erstmal wieder. So, das war's. Ist dann doch nichts mehr Spannendes passiert fürs Video. Also eigentlich schon, aber nichts Pokémon-Relevantes. Jetzt hatte ich eine kleine Schulung bei Pro7. Jetzt war ich bei RTL 2 und bei Pro7. Schon ein krasser Unterschied. Also, Kinder, falls ihr jetzt ein Praktikum oder so macht oder in die Medienbranche einsteigen wollt, mein Tipp, RTL 2. Vielleicht mache ich mal ein Video darüber, ein bisschen mehr Infos. Auf jeden Fall habe ich gerade gegessen. Da habe ich Spieletrends Video gesehen. Interessante Sachen, und zwar die Stops, die gesponserten Stops und Arenen in Amsterdam, Amstelveen, im Einkaufszentrum, wurden entfernt. Vertrag anscheinend ausgelaufen oder so. Ist echt schade, ich war dort, Safari-Zone. Moment. Und es war echt cool dort. Nicht ganz so krass wie Oberhausen, aber ich glaube nichts ist so krass wie Oberhausen. Es wurde auch vor einem Monat, eineinhalb, so Ende Februar gemunkelt, dass der Vertrag in Pasing auslaufen soll. Und alle haben ein bisschen Panik geschoben. War dann doch nicht so. Vertrag lief weiter, läuft immer noch. Auch wenn Farm momentan gerade nicht so beliebt. Vielleicht jetzt wieder, weil ihr wisst ja, Module halten 6 Stunden. Jetzt geht es bestimmt ab, aber die Events davor, Doppel-EP, Doppelstaub, da war echt tote Hose. Also Farm geht gerade nicht so ab. Deswegen kann ich schon verstehen, dass da in Amsterdam das geschlossen wurde. Vielleicht mache ich nochmal ein extra Video darüber. So, ist Pokémon tot, stirbt es langsam aus, die Verträge laufen aus, dies, das. Und der Kerl hat aufgegeben. Perfekt. Genau, perfekt zum Ende des Videos. Das war's von mir. Es müssten gleich die Einladung kommen. Neue Einladung, neue X-Ray-Einladung. Ich gehe vielleicht live, wenn ich das noch rechtzeitig schaffe. Und dann kriegen wir hoffentlich live eine Einladung. Ansonsten, das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.